Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Überraschungsorakel. Ja, heute ist wieder mal Freitag und wir schauen hier in ein ganz spezielles Orakel rein. Denn für heute habe ich mir überlegt, beziehungsweise ich habe mir das schon Mitte dieser Woche einfallen lassen, weil einige von euch in einer Situation sind mit dem Partner oder mit dem Wunschpartner. Ja, wo man sich jetzt fragen kann, ist es denn jetzt endgültig vorbei oder haben wir noch eine Chance? Das gilt jetzt für all diejenigen, die einen Wunschpartner haben, wo schon vielleicht sehr lange kein Kontakt mehr besteht, wo man sich eben jetzt die Frage stellt, ist es denn jetzt endgültig vorbei? Oder es hat zwischen dir und deinem Wunschpartner oder zwischen dir und deinem Partner eine Situation in der kürzeren Vergangenheit gegeben, wo man sich jetzt denkt, okay, das war schon ein sehr heftiger Streit oder eine sehr heftige Auseinandersetzung oder irgendetwas hat es gegeben, wo man sich jetzt fragt, okay, ist es denn jetzt aufgrund dieses Ereignisses aus und vorbei? Und diese Legung habe ich mir eben jetzt Mitte der Woche überlegt oder diese Frage, weil eben sehr viele in diesen Situationen stecken, ja? Und deswegen habe ich mir gedacht, auf diese Frage lege ich ein Neunerblatt und zwar mit dem magischen Lenormand. Und dann habe ich noch drei Karten gezogen aus dem Engel der Liebe Orakel als zusätzliche Botschaften. Das, was jetzt hier zum Liegen kommt, ja, also das, was sich jetzt hier zeigt, kann jetzt hier wirklich auf dich und deine Verbindung mit deinem Herzensmenschen zutreffen. Das ist aber nicht Muss, weil es eben ein allgemeines Orakel ist. Deswegen mache ich das jetzt auch so. Bis kommenden Freitag biete ich diese Legung zum Aktionspreis an. Wenn du also in einer schwierigen Situation mit deinem Partner oder mit deinem Wunschpartner bist oder vielleicht auch gar kein Kontakt ist oder vielleicht wirklich schon die Trennung ausgesprochen wurde, kann man eben jetzt hier die Frage stellen, ist es denn jetzt wirklich aus und vorbei? Und wenn du das für dich individuell haben möchtest, wenn du sagst, ja, mit diesem allgemeinen Orakel gehe ich schon ein bisschen in Resonanz, aber ich möchte schon gerne die hundertprozentige Sicherheit haben, dass dieses Orakel wirklich auch für mich bestimmt ist, dann kannst du hier wirklich diese Legung zum Aktionspreis buchen, nämlich als Video um 30 Euro statt 35 Euro oder per E-Mail um 20 Euro statt 25 Euro. Ja, dann schaue ich individuell auf dich und deinen Gegenüber und kann dir dann sagen, ob es jetzt wirklich in eurer Situation wirklich aus und vorbei ist oder ob es einen Neuanfang geben wird. Ja, wenn du keine individuelle Legung haben möchtest, dann musst du dich eben hier wirklich auch damit zufrieden geben, dass das eben jetzt hier wirklich auf dich zutreffen kann. Du wirst es in der Zukunft dann sehen, ob das eben jetzt hier wirklich auf euch gepasst hat. Und natürlich auch, dass ich diese allgemeine Legung hier wirklich verallgemeinere, ja, also hier wirklich allgemeine Aussagen tätigen muss, weil ich eben auch nicht weiß, in welcher Situation du bist, ja. Und ja, wenn du das eben für dich selber haben möchtest, einfach in die Infobox schauen, da findest du den Link zu meiner Homepage, wo du eben diese Beratung bei mir buchen kannst. Jetzt wünsche ich natürlich gute Karten und ich starte jetzt einfach mal mit diesem Orakel und ich beginne als erstes mal beim Lenormand Neunerblatt und zwar mit der Hauptthemenkarte und das ist die Karte in der Mitte. Das ist sozusagen die Hauptaussage. Und da haben wir den Blumenstrauß. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Es geht also um Überraschungen, Einladungen, Treffen und Dates. Ob das jetzt wirklich der Fall sein wird, sagen uns die umliegenden Karten. Ich decke jetzt einfach mal die Karten auf und dann bringe ich sie in einen logischen Zusammenhang. Die erste Karte, da haben wir den Anker für die feste Verankerung, das Festhalten, aber auch das Arbeiten an einer Verbindung. Dann haben wir den Brief für Nachrichten, Kommunikation. Dann haben wir den Fuchs. Der Fuchs schaut hier aus dem Kartenblatt raus. Das heißt, man wird das hier irgendwie auch so schlau angehen. Dann haben wir die Wolken. Die helle Seite schaut aus dem Kartenblatt raus. Die dunkle Wolke schaut rein. Das heißt, es wird schon noch ein paar Missverständnisse geben.
Dann haben wir die Routen für Gespräche, Diskussion, Auseinandersetzung, Streit. Mit dem Blumenstrauß dabei würde ich aber schon sagen, dass das eher so eine angenehme Kommunikation sein wird. Dann haben wir den Sarg für die große Transformation, die Stagnation. Dann haben wir das Karma-Kreuz und hier ist es wichtig beim Karma-Kreuz, welche Karte liegt links vom Karma-Kreuz, denn das ist das, was weniger wird. Das bedeutet die Stagnation, das Ungesunde, was zwischen euch da ist, vielleicht auch der Stillstand, das wird weniger werden. Ja? In dieser Kombination ist der Sarg wirklich gut. Was anders wäre es, wenn er hier rechts liegen würde, dann müsste ich sagen, okay, die Stagnation, das Ungute wird mehr werden. Und dann haben wir noch den Baum für den Wachstum, das Leben, die festen Wurzeln, die geschlagen wurden und weiterhin schlagen werden. Und das wird mehr werden. Ja? Das bedeutet, auf die Frage, ob es jetzt ein endgültiges Ende zwischen dir und deinem Gegenüber ist, definitiv nein. Es hat vielleicht Missverständnisse gegeben, ja, sonst wäre jetzt hier eben nicht irgendwo der Wurm bei euch drinnen und vielleicht auch die Stagnation. Vielleicht sprecht ihr jetzt momentan wirklich nicht miteinander, ihr habt wirklich jetzt keinen Kontakt oder es kommen immer wieder Missverständnisse, auch in deiner Partnerschaft, ja. Und das wird sich aber hier auflösen, ja. Die Stagnation, die ungesunde, das Ungesunde, was jetzt zwischen euch vorherrscht, wird weniger werden. Es kommt schicksalhaft zu einer Überraschung. Du kannst hier auf jeden Fall mit einer Überraschung rechnen. Rechne hier auch mit wunderbaren Nachrichten. Rechne auch damit dann, dass an dieser Verbindung weiter gearbeitet wird, dass ja auch wirklich weiter festgehalten wird an dieser Verbindung. Man wird das Ganze hier wirklich auch schlau angehen. Sehr positive Gespräche werden geführt, Lebensgespräche werden geführt, ja. Also nicht Gespräche, wie ist das Wetter morgen und in einer Woche, sondern wirklich tiefgründige, wichtige Lebensgespräche und das wird immer mehr werden. Ja, die Kommunikation zwischen euch wird immer mehr werden und das wird auch eine sehr angenehme und sehr schöne Kommunikation und vielleicht bekommst du hier wirklich auch eine Einladung, ein Versöhnungsgespräch sozusagen, ja. Und das kommt auch schicksalhaft, das ist auch eure Lernaufgabe. Ein Karma, eine schicksalhafte Lernaufgabe wird beendet. Ja, und das finde ich sehr, sehr gut, denn das bedeutet schlicht und einfach auf die Frage, ist es jetzt vorbei oder haben wir noch eine Chance? Alle, die mit diesem Orakel angesprochen werden sollen, darf ich jetzt hier wirklich sagen, es ist noch nicht vorbei. Ja, das ist sicher noch nicht das Ende. Da das aber jetzt hier wirklich nicht auf alle zutreffen kann, ist es natürlich klar, das hier wirklich auch zu berücksichtigen. Deswegen sage ich für alle, die hier wirklich mit diesem Orakel angesprochen werden sollen, das weiß ich nicht, ja, auf wen es jetzt hier zutreffen kann oder auf wen nicht, ja. Wenn du diese Legung zum Aktionspreis buchst, kann sein, dass sowas Ähnliches bei dir rauskommt, dann weißt du, okay, auch mit dem allgemeinen Orakel bist du in Resonanz gegangen, das hatte ich vor kurzem jetzt. Und oder dieses allgemeine Orakel oder im individuellen Orakel war, also kommt was ganz anderes raus, ja. Das sehen wir dann. Also wenn du diese Legung zum Aktionspreis buchen willst, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen und da helfe ich dir natürlich sehr, sehr gerne. Also hier ist auf jeden Fall noch eine Chance da. Die ungute Situation wird jetzt beendet. Die Missverständnisse lassen sich jetzt aufklären aufgrund von hier wichtigen Gesprächen, die schicksalhaft kommen werden. Ja, das ist schon mal eine ganz, ganz gute Aussage. Und wenn du vielleicht einen Wunschpartner hast, mit dem du schon längere Zeit keinen Kontakt hattest, der Kontakt wird wieder kommen. Ja, da kommen Nachrichten, da kommen auf jeden Fall ganz, ganz wichtige, klärende Gespräche. Jetzt schauen wir uns an, was denn die Engel sagen wollen zu eurer Situation. Es kann natürlich auch sein, dass du hier mit diesem Orakel nicht in Resonanz gehst oder dass das hier nicht für dich bestimmt ist, sondern dass du einfach hier Botschaften bekommen sollst. Schauen wir einfach mal. Und zwar die Leidenschaft. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Also es ist auf jeden Fall eine Leidenschaft zwischen euch da, die wird auch wieder kommen.
Ja, und du wirst dann natürlich auch aufgefordert, dich darauf einzulassen. Die zweite Karte, da haben wir Kinder. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben. Das können jetzt hier tatsächliche Kinder sein oder eben ein Kindheitsthema. Ja, dass hier wirklich auch ein Kindheitsthema noch eine große Rolle spielt. Man hat oder ihr beide habt euch wahrscheinlich angetriggert, deswegen hattet ihr so eine ungute Situation und hier kommen vielleicht Kindheitsthemen noch mal hoch oder es sind tatsächlich Kinder mit im Spiel. Vielleicht habt ihr gemeinsame Kinder und ihr sprecht auch über eure gemeinsamen Kinder oder ihr sprecht über eure eigene Kindheit. Irgendwas in dieser Richtung wird vielleicht für dich eine große Bedeutung haben. Und die letzte Karte, schaut, wahre Liebe, dies ist die Liebe deines Lebens. Da glaube ich, brauche ich nichts mehr dazu sagen. Das ist so eindeutig. Also, und auch hier mit den Engelkarten auf die Frage, ist es jetzt endgültig vorbei? Nein. Denn dein Gegenüber ist deine wahre Liebe. Ihr empfindet ganz viel Leidenschaft, ganz viel Liebe füreinander. Ja, vielleicht die Karte Kinder. Vielleicht ist es bei euch auch so, dass ihr noch einen Kinderwunsch habt. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich frage eben, ist es aus und vorbei? Und mit diesen drei Karten muss ich sagen, nee, überhaupt nicht. Und das hat mir auch schon dieses Orakel hier gezeigt. Also ich hoffe natürlich, dass hier wirklich alle eigentlich damit angesprochen werden, aber das ist einfach auch nicht möglich. Ja, bei einem Orakel, das ein paar tausendmal aufgerufen wird, und so viele Zuschauer auch hat, kann das natürlich nicht auf jeden zutreffen. Das ist natürlich auch klar. Ja, und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Orakel gefallen hat, dass ihr einen guten Einblick haben konntet. Hier kann ich noch dazu sagen, als Zeitaspekt. Ja, wenn man jetzt mal fragt, ja, wie lange wird denn das jetzt dauern? Jetzt habe ich hier drei Zeitkarten quasi. Die Wolken für den Herbst, die Blumen für den Frühling und der Baum steht so immer für ein Jahr. Also kann man schon sagen, ab diesem Herbst, wenn man den Frühling damit einrechnet noch, so circa im kommenden Jahr, ab diesem Herbst sozusagen. Das kann im Herbst passieren, das kann im Winter passieren, im Frühling oder in einem Jahr im Sommer sozusagen. Ja, aber das kommt hier schicksalhaft. Wenn auch nicht gleich und sofort, aber innerhalb eines Jahres wird hier wirklich der Neuanfang gestartet. Vielleicht wird es, wenn du mit deinem Gegenüber in einer Partnerschaft bist, hier wirklich, oder ihr macht einfach mal eine Pause. Ja, oder ihr seid noch so im kommenden Jahr so ein bisschen so hin und her, immer wieder Missverständnisse, das ist aber karmisch bedingt, ja. Aber das wird hier auf jeden Fall weniger werden. Für die einen wird es wirklich schon ab diesem Herbst passieren, bei den anderen im Winter, die nächsten haben es im Frühling, vielleicht bist du dabei, wo das ein Jahr sich noch hinziehen wird, ja. Also ein Jahr ist hier wirklich realistisch. Ja, in diesem Jahr sozusagen. Das heißt nicht in einem Jahr, sondern in diesem Jahr sozusagen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Orakel gefallen. Ich freue mich natürlich schon auf die nächsten Orakel. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, natürlich auch ein schönes Wochenende und sagt Tschüss, bis bald.